Gerade wenn man schaut, wie die Menschheit und das Internet zusammenkommen, dann sind da schon so ein paar Misstöne rauszuhören, wenn man ehrlich ist. Die letzten Wochen ging vor allem Facebook durch die Nachrichten und es ist klar geworden, dass, was wir schon lange vermuten, ist wirklich auch so. Hinter den Kulissen weiß Facebook, wie groß die Probleme sind, aber scheint nicht dahinterher zu kommen, sich darum zu kümmern oder es noch nicht mal auf die Prioritätenliste zu setzen. Das heißt, wenn wir uns dann nochmal 15, 20 Jahre zurückdenken, da war die Stimmung noch ganz anders. Das Internet schien wirklich das große Demokratisierungstool der Menschheit zu sein. Es wurden wahnsinnig viel Hoffnung drauf gesetzt, was das alles Tolles für die Menschheit bescheren kann. Viel davon ist eingetreten, aber ich glaube, gerade haben wir auch so eine Phase der Ernüchterung und vielleicht auch des Zweifels, ob das wirklich noch so gut ist. Es scheint auch die Spaltung in der Gesellschaft voranzutreiben. Wir scheinen selber nicht so wirklich es zu schaffen, so eine Kultur, die wir eigentlich im echten Leben haben, im Internet genauso zu leben. Und wir müssen es vielleicht erst noch lernen, wirklich das Internet gut zu nutzen und das Versprechen, an das wahrscheinlich viele von uns mal geglaubt haben, dass es uns wirkmächtiger machen kann, demokratischer, sozialer, dass wir dem Versprechen wieder nahe kommen und uns dann noch zurückerinnern. Und da kommen natürlich auch Bildungsinstitutionen ins Spiel, um das uns beizubringen, um das den nächsten Generationen beizubringen. Und wie sie das angehen könnten, das hören wir jetzt von Marina Weißband, die allen bekannt sein dürfte und die, glaube ich, auch selbst in ihrem Leben genau diese Phasen mitverfolgt hat. Und das Schöne ist, sie glaubt immer noch an das Potenzial vom Internet. Ich glaube, in selbstständiger Funktion, einerseits als Beteiligungspädagogin, aber auch als Co-Vorsitzende von D64, einem der einflussreichsten digitalpolitischen Vereine. Und ich freue mich, und das wollte ich auch noch erwähnen, aktuell auch eines der spannenden Projekte, wer sie regelmäßig mitbekommen will. Sie hat auch eine Radiokolumne aktuell beim Deutschlandfunk. Das nur vorneweg. Ich freue mich aber erstmal von ihr direkt zu hören, woher sie die Hoffnung nimmt und was sie denkt, wie Bildungsinstitutionen uns helfen können, wirklich dem hehren Ziel wieder näher zu kommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einführung. Und es ist tatsächlich wahr, ich bekenne mich schuldig. Ich bin 2009 in die Piratenpartei eingetreten und ich habe damals gedacht, hey, jetzt wo das Internet da ist, muss die Gesellschaft doch automatisch demokratischer, egalitärer und vielfältiger werden. Wenn jeder von uns seine Stimme ohne Hürden hörbar machen kann, wenn wir von jedem Bürger auf der Welt die Meinung einholen können, wenn jeder von uns sofort alle Informationen der Welt in der Hand hält, müssen wir doch eine aufgeklärtere Gesellschaft werden, praktisch automatisch. Und dann haben wir aber natürlich gelernt, das Internet vernetzt nicht nur Menschen, sondern das Internet vernetzt auch schreckliche Menschen. Und wir haben mit Verschwörungstheorien und Nazis und allen möglichen Phänomenen zu tun, über die wir gesprochen haben, mit der Monopolisierung einiger weniger großer Unternehmen, wo das Internet in seiner Jugend etwas Dezentrales, Lebendiges und Chaotisches war. Und ich werde immer noch eingeladen in Diskussionen, die so heißen wie Digitalisierung, Fluch oder Segen. Man möchte fast sich fragen, war das mit dem Internet vielleicht ein Fehler? Sollten wir das vielleicht alles wieder abwickeln und vergessen, dass es diese ganze Episode je gab? Und eine entliehene Beobachtung, die ich machen möchte, ist von Jöranus Meerholz. Das Internet ist weder gut noch schlecht, weder demokratisch noch antidemokratisch. Digitalisierung ist der große Verstärker. Digitalisierung verstärkt einfach nur in der Gesellschaft bereits gegebene Tendenzen. Das heißt, wenn ich gerne faul auf dem Sofa rumliege, kann ich mit Hilfe des Smartphones besser faul auf dem Sofa herumliegen. Wenn ich gerne politisch aktiv bin, kann ich mit Hilfe des Smartphones besser politisch aktiv sein. Wenn ich eine freie, demokratische Gesellschaft bauen will, dann kann ich das mit Hilfe der Digitalisierung leichter erreichen. Wenn ich einen Überwachungskapitalismus bauen will, dann kann ich das mit Hilfe der Digitalisierung ebenfalls leichter erreichen. Die Fragen sind, wie ist unsere Digitalisierung ausgestattet? Das heißt, wie sind die Plattformen gebaut? Wie ist die Infrastruktur gebaut? Und wem gehören die Hardware, die Software
und die Daten. Und das Zweite ist aber vor allen Dingen, und das ist der meiner Meinung nach größere Faktor, was tun wir hinein? Was ist eigentlich das Digitale an Digitalisierung? Das Digitale ist einfach nur, dass Dinge in Zahlen ausgedrückt werden. Und das macht sie besser kopierbar. Das ist der große Durchbruch. Dinge sind besser kopierbar. Sie können das gerne mal als Beispiel versuchen, eine analoge Uhr malen und den Nachbarn bitten, sie abzuzeichnen. Dann muss er ihre Zeichnung wegklappen und den Zettel weitergeben. Sein Nachbar muss wiederum seine Uhr abzeichnen und so weiter. Nach dem 30. Abzeichnen wird die Zeichnung einer analogen Uhr möglicherweise eine andere Uhrzeit anzeigen, einfach durch Kopierfehler. Wenn Sie das Gleiche mit einer digitalen Uhr machen, wird sie die exakt gleiche Uhrzeit anzeigen. Das ist also alles. Wir können jetzt kopieren. Und es ist nicht die erste technische Entwicklung, die wir haben, die uns das Kopieren vereinfacht hat. Es gab vor langer Zeit mal diese, die Älteren werden sich erinnern, als der Buchdruck erfunden wurde, plötzlich ließen sich Manuskripte kopieren und das entlastete nicht nur viele Mönche, sondern das gab auch anderen Menschen und ganz neuen Gesellschaftsschichten Zugang zu Literatur. Und daraufhin haben Menschen plötzlich angefangen, darüber nachzudenken, hey, Moment mal, wenn wir das jetzt alles lesen können, was bedeutet dann Bildung? Ist das nur etwas, das Menschen brauchen, wenn sie einen bestimmten Beruf ausüben? Oder gibt es so etwas wie ein Anrecht auf allgemeine Bildung? Und was bedeutet das für den Staatsapparat? Und wie viel Macht sollte der Bürger darin haben? Kurzum, auf diese technische Erfindung folgte eine kulturelle Entwicklung, nämlich die Aufklärung. Und jetzt haben wir wieder ein Ding, eine technische Erfindung, die uns das Kopieren so weit vereinfacht hat, dass jeder von uns im Prinzip eine kleine Druckerpresse Deluxe in seiner Hosentasche hat. Und daraufhin folgt natürlich auch wieder eine kulturelle Entwicklung. Wenn wir jetzt alle so verdammt mächtig sind, und macht keinen Fehler, wir sind sehr viel mächtiger als jede Generation der Menschheit vor uns, bedeutet das nicht, dass wir eine zweite Welle der Aufklärung brauchen? Und ich denke, ja. Ich denke, das ist genau der kulturelle Prozess, den wir jetzt durchmachen. Aber dieser Prozess ist nicht ganz einfach, weil wir so vieles gelernt haben, was schädlich ist. Erstens gibt es ganz klar kommerzielle Interessen, diesen Aufbruch zu verhindern. Und ich spreche hier von autoritären Staaten auf der einen Seite, die das Internet gerne so bauen wollen, dass sie es nutzen wollen für die Überwachung ihrer BürgerInnen, die Steuerung von Information und Propaganda. Andererseits gibt es Unternehmen und durch Netzwerkeffekte und durch den Matthäus-Effekt, das heißt, wenn ein Netzwerk groß ist, dann wird es weiter wachsen und wenn es viel Kapital hat, kann es potenzielle Konkurrenten aufkaufen und dadurch wächst es noch weiter, kommen wir dahin, dass es im Internet wenige Monopolisten gibt. Also das sind Interessen, die gegen eine Aufklärung stehen. Und das andere ist, wir Menschen. Ich arbeite selbst als Beteiligungspädagogin. Ich leite seit 7 Jahren ein demokratisches Projekt. Da erzähle ich gleich vielleicht ein bisschen von. Aber im Wesentlichen gehe ich an Schulen und ich gebe SchülerInnen mehr Rechte. Ich handle mit der Schulkonferenz jeweils einen Vertrag aus, der SchülerInnen erlaubt, sich stärker zu beteiligen. Und dann gehe ich in Schulklassen und sage, hey, ihr dürft euch jetzt stärker beteiligen. Und eure Meinung sagen, und das ist verbindlich. Und häufig, und je älter sie sind, desto häufiger erlebe ich SchülerInnen, die sagen, das ist ja alles toll, Frau Weißband, aber warum soll ich mich denn beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Und das erinnert mich an diesen Satz, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Was das ist erlernte Hilflosigkeit. Erlernte Hilflosigkeit ist der psychologische Fachbegriff für die Entwicklung, dass wenn man lange in einer Umgebung war, in der man nichts ändern konnte und dann plötzlich etwas ändern kann, dann hat man weder die Fähigkeiten dazu noch die Motivation. Und dieses die da oben, eine wahrgenommene Autorität, die man in der Schule schnell mal entwickelt, weil, seien wir ehrlich, in der Schule müssen wir um 8 Uhr morgens da sein, dann müssen wir 45 Minuten Mathe lernen, 45 Minuten Deutsch, dann müssen wir eine Prüfung darüber schreiben, davon hängt unsere Zukunft ab.
Es ist nicht exakt förderlich für unser Selbstbewusstsein oder unsere Selbstwirksamkeit. Und später ist es der Ansatz, es auf die Politiker zu schieben oder die Eliten. Das ist das Einfallstor für Populismus. Das ist das Einfallstor für Verschwörungstheorien. Denn die da oben werden dann häufig auch die Juden. Es ist also dieses Selbstbild als Opfer einer autoritären Umgebung. Und was in unserer Zeit aus dieser gefühlten Hilflosigkeit auch noch erwächst, ist gefühlter Kontrollverlust. Corona hat das sehr stark verstärkt, komprimiert gezeigt, aber in Wirklichkeit ist das ein Problem, das weit über Corona hinausgeht. Mit Digitalisierung, Globalisierung und den zunehmenden Veränderungen durch den Klimawandel haben immer mehr Menschen das Gefühl, irgendwie bin ich abgehängt. Irgendwie komme ich nicht klar mit diesem Digitalgeräffel oder diesem Gendergedöns. Was bedeutet jetzt Familie? Warum gibt es plötzlich intersexuelle Paare? Was ist los in der Welt? Und warum gelten die Werte und Normen, die ich gelernt habe, nicht mehr? Jeder, der eine Migrationsgeschichte hat, kennt dieses Gefühl sehr gut. Aber jetzt erfasst es plötzlich einen Großteil der Menschheit. Und das ist ein gefährlicher Zustand. Denn aus so einem gefühlten Kontrollverlust entsteht die Veranlagung zur Radikalisierung. Und etwas, das in solchen Zeiten immer stärker wird, sind Diktatoren. Und das, was am besten hilft gegen so einen gefühlten Kontrollverlust, ist Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl, wenn ich etwas tue, dann ändert sich etwas in der Welt. Aber wo lerne ich diese Selbstwirksamkeit? Wie komme ich dahin? Ich habe zwei Orte gefunden. Die Kommune und die Schule. Warum die Kommune und die Schule? Ich könnte hier noch weitere. Ich könnte Vereine, Universitäten und alle Arten von Organisationen vor Ort anführen. Warum? Das sind Lebensorte. Ich bin hier jeden Tag. Wenn ich etwas tue, dann wirkt sich das auf meine sichtbare Umgebung aus. Und es sind Menschen mit verschiedenen Hintergründen hier. Alle sind irgendwann in der Schule. Alle wohnen irgendwo. Die Uni ist ein etwas exklusiverer Ort, leider immer noch zu exklusiv. Aber auch hier können junge Menschen sehr gut Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Das heißt, etwas tun und beobachten, wie sich daraufhin ihre Welt verändert. Und das müssen sie wieder und wieder und wieder machen, um aus der erlernten Hilflosigkeit rauszukommen. Das beinhaltet einen Rollenwandel. Und zwar der Rollenwandel weg vom Konsumenten der Gesellschaft hin zum Gestalter. Und dass wir alle ein Stück weit zu Konsumenten erzogen werden, ist sicherlich so, wenn man sich unsere Medienlandschaft ansieht. Vom Smartphone, wo das meiste nun mal kommerzielle Apps sind, die versuchen, uns zu Konsumenten zu machen und unsere Aufmerksamkeit an Werbetreibende zu verkaufen. Aber auch schon in meiner Kindheit wurde ich mit den Werbeblöcken zwischen meinen Cartoons zum Konsumenten erzogen. Das Resultat dessen ist, wir gehen hin und wir wählen Parteien wie Waschmittel. Wir sagen, die gefällt mir nicht, die gefällt mir nicht. Oh, es gibt schon wieder nichts zu wählen. Während ein Gestalter, jemand, der sich als Gestalter seiner Gesellschaft versteht, darauf käme, sich selbst in einer Partei zu engagieren und sie von innen zu ändern oder eine eigene Partei zu gründen oder aus einer nichtparteilichen Initiative heraus den politischen Diskurs zu beeinflussen. Und das wäre eine gesunde Demokratie. GestalterInnen können Verantwortung für sich und andere tragen. Und sie gehen mit offenen Augen durch die Welt und schauen, was ist gut, was ist nicht gut und wem kann geholfen werden. Und der zweite Shift, und der betrifft auch gerade Universitäten sehr hart, ist der Shift dessen, was Autorität bedeutet. Denn in der Buchdruckgesellschaft bedeutete Autorität, dass man das Monopol auf Wissen hat und dass man seine Autorität dadurch ausstrahlte, dass man alles planen konnte. Ja, der Dozent hat seine Einheiten geplant und er kommt daher als Weiser vom Berg und kann so ungefähr sagen, was in einem Jahr passieren wird. Jetzt bereiten wir aber junge Menschen auf eine Welt vor, die überhaupt nicht absehbar ist, die durch Digitalisierung, durch Klimawandel einfach anders aussehen wird als unsere Welt und es ist unklar, in welche Richtung. Wir bereiten Kinder auf Berufe vor, die es noch nicht gibt. Das heißt, was bedeutet Autorität in so einem Kontext? Autorität bedeutet hier, Dinge nicht von vornherein zu wissen,
und mit seinem Unwissen offen umzugehen. Ich zeige euch an meinem Beispiel, wie ich Unberechenbarkeit aushalte, wie ich offenen Fragen nachgehe, wie ich recherchiere, wie ich mich interessiere. Das ist die neue Rolle von Autorität in der zweiten Welle der Aufklärung, in der Kultur der Digitalität. Was müssen wir dafür lernen? Da gibt es die berühmten 4K als Kompetenzen der Zukunft: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Dazu viele LehrerInnen und DozentInnen sagen, ja, wieso? Natürlich bringen wir das Kindern schon längst bei, Kommunikation, Kollaboration. Ist doch klar, das lernen sie in der Schule schon. Aber wenn wir uns anschauen, wo geprüft wird, ob sie das lernen, was sie lernen sollen, nämlich in Prüfungen, wenn ich dort Kommunikation oder Kollaboration anwende, dann ist das ein Betrugsversuch und dann falle ich durch. Dazu kommt Persönlichkeitsentwicklung, also zu lernen, mich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Was will ich? Was sind meine Werte? In was für einer Gesellschaft will ich leben? Und wie komme ich dahin? Wo in unserem Aufwachsen, in unserer Schulzeit, in unserem Studium sind die Orte, in denen wir eingeladen werden, uns diese Fragen zu stellen? Das Einzige, was ich hier in der Schule gefunden habe, sind die musischen Fächer am ehesten noch. Also im Kunstunterricht habe ich noch ein bisschen Gelegenheit, mich auszuprobieren, meine Identität zu finden. Das hier ist ein Projekt, wo SchülerInnen eine Stadt gebaut haben, wo jeder sein eigenes Haus gebaut hat, das seine Persönlichkeit ausdrücken soll. Aber wir haben sehr wenige solcher Räume. Und deswegen finde ich, dass der Fokus auf MINT-Fächer, den wir haben, für eine Gesellschaft der Zukunft, übertrieben ist. Ich glaube, es ist mindestens genauso wichtig, die musischen Fächer zu fördern, weil sie uns eigentlich näher an unsere Persönlichkeit bringen. Und wenn wir in Zukunft bestehen wollen, müssen wir Prozesse gestalten, wir müssen kreativ sein, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und das lernen wir nicht im Matheunterricht oder nicht nur. Generell brauchen wir andere Bildungslandschaften. Vom Kindergarten bis ins hohe Alter brauchen wir Räume, in denen wir zusammenkommen können, die offen sind, die auf unsere Interessen eingehen. Ich schlage zum Beispiel die Volkshochkneipe vor. Also stellen Sie sich vor, in einer Innenstadt ein offenes Café. Und dort können alle hinkommen. Es ist mitten im Zentrum. Und dort angegliedert ist die Bibliothek und die Volkshochschule. Und dort sind Bücher und Computerarbeitsplätze und 3D-Drucker und Kameras, um YouTube-Videos zu drehen. Und es sind dort pädagogisch ausgebildete Personen und es werden dort Kurse angeboten. Und abends könnte man philosophieren und trinken mit Menschen, die ganz anders sind als man selbst. Das ist eine Bildungslandschaft der Zukunft, die offen ist und die darauf aus ist, dass jeder seiner Neugier nachgehen kann. Ich selbst versuche auch zu bauen an Bildungslandschaften der Zukunft. Ich baue Adapter. Ich gehe also an ganz normale Regelschulen und ich implementiere dort verbindliche demokratische Systeme. Das ist mein Projekt Aula. Aula ist ein Beteiligungskonzept für alle SchülerInnen ab Klasse 5. Und wenn Aula an einer Schule eingeführt wird, dann besteht es aus drei Elementen. Eine Online-Plattform, auf der SchülerInnen eigene Ideen einstellen können, Verbesserungsvorschläge machen können, darüber diskutieren können und abstimmen können. Didaktische Materialien, die helfen, diesen Diskurs zu reflektieren und Dinge beizubringen wie Minderheitenschutz, Debattenkultur und die diese Diskussionen online und offline begleiten können. Und das dritte ist ein Vertrag, der geschlossen wird mit der Schulkonferenz und die sagt, wir tragen alles mit, was die SchülerInnen per Aula beschließen. In folgendem Rahmen. Also es gibt etwas, das die nicht dürfen und es gibt Dinge, die sie dürfen. Das wissen sie vorher. Die Entscheidungen sind verbindlich. Dieses Projekt mache ich jetzt seit 7 Jahren und wir haben es evaluiert. Wir haben 18 Schulen in ganz Deutschland und die Evaluation zeigt, dass es tatsächlich möglich ist, auf diese Weise die Selbstwirksamkeit von SchülerInnen zu stärken, aber auch ihre sozialen Netzwerke.
neue SchülerInnen zu aktivieren und ihnen demokratische Kompetenzen beizubringen. Das Einzige ist, solche Projekte sind Beziehungsarbeit. Ich kann sie nicht machen, wenn ich kein Personal und keine Zeit habe. Und das ist in den meisten Schulen der Fall. Und es ist leider auch in vielen Hochschulen der Fall. Wir als Gesellschaft müssen investieren in dieses Handeln lernen. Und das ist in erster Linie immer eine Investition in Personal. Und das ist etwas, das missverstanden wird. Immer wenn die Rede ist von Digitalisierung der Bildung, verstehen so viele, oh, wir brauchen Geräte und wir brauchen Internet. Und ja, das stimmt, das ist eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung. Wenn man jetzt Arbeitsblätter als PDF auf dem iPad hat, dann ist das keine Digitalisierung, das ist eine Elektrisierung. Es ist derselbe Unterricht wie zuvor, aber jetzt funktioniert er nicht mehr ohne Strom. Sondern was wir brauchen, ist tatsächlich die Digitalisierung im Sinne von einer Kultur der Digitalität. Aber das ist kulturelle Arbeit, das ist Beziehungsarbeit und dafür brauchen wir Personal. Ein paar Forderungen von meiner Seite wären, dass wir diesen Kulturwandel zu einer Kultur der Digitalität anregen. Wir brauchen mehr Personal an Schulen und allen Bildungsinstitutionen. Wir brauchen eine stärkere Vernetzung der Bildungsinstitutionen. Und zwar, dass zum Beispiel auch die Hochschulen sehr, sehr viel stärker erstens in das Schulsystem davor wirken, zum Beispiel auch mit psychologischen Erkenntnissen zur Pädagogik und zweitens aber auch bis ins hohe Alter. Es darf nicht jeder seine eigene Suppe kochen und das ist leider im Bildungssystem in Deutschland im Moment der Fall. Und ich fordere Volkshochkneipen. Das war's von meiner Seite. Ich freue mich sehr über Rückfragen. Vielen, vielen Dank, Marina, für den wirklich wunderbaren Vortrag. Wir waren schon begeistert, weil er wirklich, es ist so toll zu folgen und gleichzeitig kann man fast minütlich auch ein schon direkt vorbereitetes Twitter-Zitat rausziehen. Also ein wirklich toller Bogen. Ich schaue mal schnell, was im Chat passiert ist. Auch sehr viele Kommentare. Ich sehe, wir haben ja auch die Like-Funktion und es regnet, während wir sprechen, quasi Beifall per Icon über den Bildschirm. Ich weiß nicht, ob du das an deinem Ende sehen kannst, wahrscheinlich nicht. Aber die Leute sind wirklich sehr viel mit dabei und es regnet Likes und klatschende Hände sozusagen. So, kommen wir zu den Fragen. Dittmar hatte geschrieben, wie viele wollen denn überhaupt Gestalter werden? Und weil die Rolle des Konsumenten natürlich deutlich bequemer ist. Und Andreas schrieb auch, unterschätzt die Idee von Gestalter nicht die systemischen Zwänge, Stichwort Strukturkonservatismus. Hast du dazu eine kurze Meinung nochmal? Erstens, unsere systemischen Zwänge können so nicht stehen bleiben. Sie können so nicht stehen bleiben, alleine weil wir an Grenzen stoßen, was Klima betrifft, was die Belastbarkeit des Menschen betrifft und was psychische Gesundheit betrifft. Und wenn irgendjemand diese systemischen Zwänge durchbrechen kann, dann sind das die Gestalter. Deswegen brauchen wir sie umso dringender. Ich glaube auch, dass die Rolle des Konsumenten nicht unbedingt bequemer ist. Sie fühlt sich bequemer an und das ist zu großen Teilen, weil wir sie kennen. Und ja, man trägt weniger Verantwortung, aber man hat auch weniger Spielraum. Und dieser weniger Spielraum wirkt sich sehr negativ auf unsere Psyche aus. Nicht umsonst haben mehr junge Menschen als je zuvor Depressionen. Wir erleben mehr Burnout als je zuvor. Und Burnout ist immer ein Zeichen von, ich trage eigentlich mehr Verantwortung, als ich Gestaltungsspielraum habe. Diese Gestaltungsspielräume zu stärken, wäre etwas Gutes. Und ich glaube, dass Menschen, die Gelegenheit ausprobieren, sanft an dieses Gestaltertum herangeführt zu werden, was eigentlich Erwachsenwerden bedeutet, dass diese Menschen dadurch eher glücklicher werden als angestrengt. Mhm. Wir haben noch keine konkreten Fragen im Chat, weil die Leute wirklich auch beschäftigt waren, miteinander zu diskutieren oder ihre Gedanken zu teilen zu dem, was sie von dir gehört haben. Ein Statement war zum Beispiel noch, ist gar nicht so einfach, Gestalterin zu sein, wenn man unter lauter Konsumentin ist, da die Motivation hochzuhalten. Das war einfach nur so ein Gedanke, der gepostet wurde. Die Volkshochkneipe kam gut an, die hat sehr viele Likes bekommen.
Und ein bisschen ging die Diskussion auch darum, wie das denn ist, ob das überhaupt in einem kapitalisierten System wirklich den Platz gibt, sich die Räume zu nehmen. Und da ging es so ein bisschen hin und her im Chat, dass die Räume ja schon da sind. Andere meint, man muss sie sich einfach nehmen. Genau, das war so ein bisschen die Diskussion. Jetzt gucke ich mal, ob zum Schluss tatsächlich noch eine konkrete Frage mit reinkam. Noch nicht. Es wird immer noch diskutiert, Marina. Dittmar schreibt hier zum Schluss, ja, die ständige Beschleunigung ist das Problem, aber dies wird ja durch die Digitalisierung noch verstärkt. Also kommen wir da überhaupt hinterher? Nicht notwendigerweise. Aber die Digitalisierung wird eine natürliche Bremse haben, und zwar da, wo Menschen tatsächlich nicht mehr hinterherkommen. Es gibt einen Bereich, der sehr unbequem ist, und in den kommen wir jetzt. Das ist die Digitalisierung zerrt, und wir versuchen hinterherzukommen, und wir müssen schneller und schneller und schneller werden. Und irgendwann wird es, wenn wir bequemer sind mit dieser ganzen Kultur der Digitalität, werden wir natürlicherweise ausbremsen. Wir werden uns entspannen und wir werden lernen, dass ich nicht im Tempo meines Smartphones lebe, sondern mein Smartphone in meinem Tempo. Dass ich nicht sein Sklave bin, sondern es mein Werkzeug. Aber das ist ein Lernprozess, den ich auch meinen Schülern versuche beizubringen. Und wir leben jetzt in dieser unbequemsten aller Zeiten, nämlich die Phase des Übergangs, wo wir die Werkzeuge zwar schon haben, aber noch nicht so richtig damit umgehen können. Dennoch, gerade jetzt ist es wichtig, dass wir auch politisch tätig werden, dass wir an der Gestaltung dieser Digitalisierung aktiv partizipieren. Sonst wird sie nämlich für uns gestaltet und nicht notwendigerweise in unserem Interesse. Und genau dafür sind Vereine wie D64 zum Beispiel gut. Ich schaue mir gerade mal zum Schluss auch noch eine Frage. Zum einen die Frage, wie viel würde ein Grundeinkommen nützen? Das ist eine große Diskussion. Hast du da eine kurze Antwort zu? Ich glaube, dass ein Grundeinkommen sehr viel nützen würde. Und je nachdem, wie es gestaltet ist, wäre ich auch sehr dafür. Denn je mehr wir automatisieren, je mehr Reichtum Maschinen schaffen, desto prekärer wird die Frage, wem gehören diese Maschinen eigentlich? Und wer zehrt von diesem Reichtum? Und wie verhindern wir eine Spaltung der Gesellschaft? Und vielleicht als letzte Frage, Marc fragt, und da gab es ein +1 zu der Frage, wie überwindest du in deinem Projekt Widerstände bei den bisher Zuständigen oder Mächtigen? Das ist der Hauptteil meiner Arbeit, deswegen kann ich das nicht in ein paar Sekunden beantworten, aber im Wesentlichen, es gibt mehrere Arten von Widerständen. Die meisten laufen auf Angst vor Kontrollverlust hinaus, und das ist pädagogische Arbeit, das ist Beziehungsarbeit. Ich rede mit den Leuten, ich erarbeite mit ihnen ihre Ängste, aber auch die Lösungen für ihre Ängste und wie sie damit umgehen können und wie sie ihre Rolle definieren können. Aber das ist, wofür es Personal braucht, und das ist mein Hauptjob. Mir ging es so, und daher frage ich mal, weil ich glaube, dass es vielen anderen auch so ging. Wirklich ein toller Vortrag. Ich kam gar nicht hinterher, Screenshots zu machen, weil die Folien klasse waren. Ich glaube, das ging anderen bestimmt auch so. Daher die Frage, ob sie die verwenden dürfen oder ob sie vielleicht noch irgendwo zum Download gibt. Ich habe euch die Folien geschickt. Ihr könnt sie den TeilnehmerInnen gerne zur Verfügung stellen. Ich finde, alles, was Bildungsmaterialien sind, gehört in offene Hand. Wunderbar, und ich höre gerade auch in meinem Knopf im Ohr, ja, können wir machen. Wenn wir sehr schnell sind, schaffen wir es vielleicht auch noch in den kommenden 2-3 Minuten zu posten. Während das Bild schon weg ist, wird der Chat noch offen bleiben. Wir schauen, ob wir das schaffen, wenn nicht, dann im Nachgang. Vielen Dank für den wunderbaren Vortrag und für deine Zeit heute. Danke sehr, euch alles Gute. Und